Ja, guten Morgen an alle Teilnehmer unseres heutigen Webinars. Der Weg zum passenden Campusnetz, technische Einblicke in verschiedene Campusarchitekturen. Wir begrüßen Sie heute zum zweiten Teil unseres Webinars. Für diejenigen, die das erste Webinar nicht mitgemacht haben, ist es nicht schlimm. Wir machen jetzt gleich noch mal ein kurzes Intro und ja, freuen uns, Sie heute begrüßen zu dürfen. Bevor wir starten, stellen wir uns gerne noch ganz kurz vor. Mein Name ist Vera Schmitz. Ich bin Projektmanagerin im 5G-Geschäftskundenvertrieb der Telekom Deutschland. Gebe jetzt Was, ab wir an hören den dich leider Thomas noch Pöggel, der nicht. noch gestummt ist. Wie immer beim ersten Mal. Schönen guten Morgen. Ich bin Kollege von der Vera, Thomas Pöggel, mein Name. Ich bin Sales Consultant in der gleichen Abteilung und berate in meinem Regelgeschäft Kunden wie Sie über die Möglichkeiten mit Campusnetzen. Und mein Name ist André Wolf. Ich komme aus dem Engineering-Bereich. Wir bauen halt die Lösungen, die die Kollegen brauchen. So, und dann sehen Sie schon, was Sie heute erwarten wird. Wir gehen in der nächsten Stunde auf drei verschiedene Lösungen ein: das Campusnetz M, die größere Lösung Campusnetz L und dann nochmal die Sonderlösung des Campusnetz Privat. Wir haben zu den unterschiedlichen Produkten bzw. Trial-Angeboten gehen wir immer auf Projektbeispiele bzw. Anforderungen ein, die eben wichtig waren, um sich für diese Netzlösung zu entscheiden. Und setzen dann aber heute tatsächlich einen sehr technischen Fokus. Also nutzen Sie gerne jederzeit die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Sie haben in Ihrem Bedienpanel da auch die Rubrik Fragen und da können Sie jederzeit eine Frage reinstellen. Vom Ablauf werden wir das heute so gestalten, dass wir nach jeder Produktvorstellung auch einen kurzen Break einbauen, um eben schon mal Fragen zu beantworten, bevor wir uns dann dem nächsten technologischen Aspekt widmen. So, und dann steigen wir nochmal ein mit einem kurzen Intro. Wir haben in unserem ersten Webinar den Fokus auf die Anwendung gelegt. Da möchte ich heute auch nochmal ganz kurz drauf eingehen, weil das natürlich das Entscheidende ist. Man hat kein Interesse an einem Mobilfunknetz oder an einem Campusnetz, wenn nicht eine konkrete Anforderung beziehungsweise eine oder mehrere Anwendungen dahinter stehen. Und das dient jetzt nochmal als kurze Zusammenfassung. Wir befassen uns heute natürlich im Kern mit den Anforderungen, die an den Netzpart gestellt werden. Das heißt, was für uns entscheidend ist, immer dann, wenn wir uns die Anforderungen und die Anwendungen anschauen, dass wir eben auch schauen, an welchem Ort soll denn das Campusnetz in Betrieb genommen werden. Und dann sind eben Faktoren zu beachten, wie die Größe des Campusgeländes, wo das Netz dann eben in Betrieb genommen werden soll. Es ist aber zum Beispiel auch von großer Bedeutung, sich die Gebäude- und Geländestruktur anzuschauen und eben auch, wo soll das Netz denn funken? Geht es hauptsächlich um die Versorgung eines Außenbereichs? Geht es auch um die Versorgung von Hallen oder, wie in den meisten Fällen üblich, ist es dann eben eine Mischung aus beidem? Und dementsprechend sind dann auch die Gegebenheiten vor Ort wichtig, um dann eben auch zu schauen, habe ich dicke Wände, die ich durchdringen muss? Geht es vielleicht auch im Kellerbereich und so weiter? Das Zweite sind dann die Anforderungen an das tatsächliche Netz. Da gibt es teilweise dann auch Wünsche, dass man auch unbedingt auf den neuen Mobilfunkstandard 5G, dann eben, dass man diesen Standard nutzen möchte. Wir bieten auch die Campusnetze noch auf einem LTE-Standard an, können aber eben auch 5G anbieten. Da gibt es auch noch Unterschiede, je nach Frequenz. Da werden wir gleich auch noch mal drauf zu sprechen kommen, wann sich ein Campusnetz auf 4G und wann vielleicht eher auf 5G dann eben auch lohnt. Was natürlich immer wichtig ist, wenn ich mir die Anwendung dann anschaue, welche Anforderungen hat diese Anwendung zum Beispiel an eine Bandbreite oder auch an eine Latenzzeit? Das heißt, wenn ich jetzt eher an Anwendungen denke, wo ich HD-Material zum Beispiel übertrage, brauche ich zum Beispiel eine höhere Bandbreite. Dann muss man eben entsprechend auf die RAN-Kapazität dann eben auch schauen. Ein anderes Thema bei Latenzzeiten, wenn ich Roboter steuern möchte, wenn ich sehr kritische Anwendungen habe, wo ich eine sehr kurze Übertragungszeit benötige, dann ist eben die Latenzzeit von Bedeutung. Und da gibt es dann zum Beispiel auch die Möglichkeit, optional noch eine Edge Cloud dazuzunehmen oder eben, aber eben auch auf bestehende Systeme zurückzugreifen. Und dann kommt noch als entscheidender Punkt,
wie möchte ich als Campusbesitzer denn, dass mein Netz funktioniert? Möchte ich die Hardware komplett bei mir vor Ort haben? Möchte ich, dass alles lokal verarbeitet wird? Oder würde für mich dann als Bedarf auch ein VPN ausreichen mit zusätzlichen Sicherheitsmechanismen und einer Datenpriorisierung? Und natürlich dann auch die Kernfrage der Datensicherheit. Welche Anforderungen werden dargestellt? Und im letzten Aspekt kommt dann noch die Verfügbarkeit und der Service. Denn auch das ist wichtig. Da sind dann die bekannten Schlagworte wie die Endstürzzeiten, einen persönlichen Service Manager, der dann teilweise auch vor Ort sein soll, oder eben auch eine 24-Stunden-Hotline, die dann eben zur Verfügung stehen soll. Wenn Sie noch kurz auf den unteren Bereich des Slides einen Blick werfen, dann erkennen diejenigen von Ihnen, die im ersten Webinar teilgenommen haben, hier auch nochmal wieder, dass wir die Inhalte da jetzt dann eben nochmal einbauen. Aus Ihrer Perspektive nochmal gesprochen, gibt es Basisanforderungen, die eben dann je nach Anwendung erstmal zu beachten sind. Da finden Sie jetzt vieles aus dem oberen Teil wieder, die Bandbreite, die Latenzzeit, natürlich auch eine Netzabdeckung. Es gibt aber dann eben auch erweiterte Anforderungen, die dann eben je nach Anwendung noch dazukommen. Ja, das könnte dann zum Beispiel auch eine Mobilität sein. Auch Precise Positioning ist ein sehr beliebtes Thema, was jetzt eben auch an Relevanz gewinnt, oder eben auch Network Slicing. Und anhand dieses Schiebereglers sehen Sie jetzt eben nochmal je nach Anwendung, die eigentlich dann im Vordergrund steht, gibt es eben unterschiedliche Anforderungen, die zu beachten sind. Und all das ist jetzt die Basis, die wir dann eben nutzen, um unterschiedliche Produkte anzubieten und dann eben auszuwählen und mit Ihnen gemeinsam dann zu erarbeiten, welche Netzlösung ist denn eigentlich die beste. So, und da haben wir jetzt die unterschiedlichen Netzlösungen. Sie sehen jetzt hier 4 Stück. Wir beginnen auf der linken Seite mit der ersten Variante, das Campusnetz S. Hier handelt es sich im Kern um die Verbesserung des öffentlichen Mobilfunks beim Kunden vor Ort. Also nur rein öffentlicher Mobilfunk. Wir bauen dafür zusätzliche Infrastruktur beim Kunden auf und können darüber dann eben sowohl den Innen- als auch den Außenbereich mit Mobilfunk, mit unterschiedlichen Mobilfunkstandards versorgen. Also da auch die Möglichkeit, 5G natürlich bereitzustellen. Das ist erstmal dann eben eine zusätzliche Verbesserung, aber noch nicht das klassische Campusnetz, so wie wir es eigentlich aus unserem Sprachgebrauch heute kennen. Dafür gehen wir jetzt auf die anderen 3 Varianten dann im nächsten Schritt etwas genauer ein. Das Campusnetz M ist eine gute Möglichkeit für den Einstieg. Hier haben wir eine erste priorisierte Verarbeitung von Daten, aber eben basierend auf dem öffentlichen Netz. Was wir dafür nutzen, ist ein virtuelles privates Netz, also ein IP-VPN, und da dann eben zusätzliche QCI-Parameter, die wir einrichten, um da eine Datenpriorisierung anbieten zu können. Wir gehen da gleich noch im Detail genauer darauf ein, wie das Ganze aussieht, was zu beachten ist und wie das dann im Kern funktioniert. Die nächstgrößere Variante, die wir uns dann heute anschauen werden, ist das Campusnetz L. Hier kombinieren wir ein öffentliches und ein dediziertes privates Netz. Dafür wird zusätzliche Infrastruktur auch beim Kunden vor Ort aufgebaut und damit verbunden eben auch ein lokales Core-Netz, was vor Ort aufgebaut wird. Also hier haben wir wirklich 2 getrennte Netze, die über eine Antenneninfrastruktur funken. Und dann zu guter Letzt das Trial-Angebot, das rein private Netz, basierend auf dem Industriespektrum bei 3,7 bis 3,8 Gigahertz. Hier handelt es sich um ein rein privates Netz. Und auch dafür gibt es dann eben wieder eine Antenneninfrastruktur vor Ort, die dann eben auch das Industriespektrum unterstützt und eben auch ein lokales Core-Netz, was wir dann benötigen, um dieses Netz als Silo dann tatsächlich in Betrieb zu nehmen. Unser Fokus heute werden dann eben die Produktvarianten Campus M, L und das Campusnetz privat sein, weil natürlich von besonderem Interesse ist, wie kann ich denn jetzt eine Datenpriorisierung oder eben auch zugesicherte Netzressourcen technisch dann eben ermöglichen. Und wir steigen jetzt ein in das erste Kapitel, das Campusnetz M. Und ich gebe ab an meinen Kollegen Thomas Pöbel. Ja, vielen Dank, Vera Schmitz, für die Einleitung. Vor 20 Jahren, als die UMTS-Frequenzen und damit die Daten laufen lernten in unseren Netzen, da hätte man gesagt, Content ist King.
Heute ist das anders. Heute ist Use Case King und der Einstieg, den wir heute wählen, um Sie ein bisschen tiefer in die Technik zu entführen, geht auch über diese Use Cases und wir haben einige exemplarische Sachen mitgebracht, um Ihnen zu zeigen, was man mit diesen verschiedenen Ausprägungen so machen kann. Der Einstieg, den wir wählen, ist die Einstiegsvariante Campus M, also die Variante, wie Vera Schmidt schon eingeleitet hat, die sich allein auf das öffentliche Netz und den öffentlichen Netzausbau stützt. Und ich leite mit zwei Beispielen für diese Variante ein. Wir hatten in diesem Jahr, pardon, wir hatten im letzten Jahr die Freude, mit unserem Partner Accenture, ein großes Beratungshaus, das Sie sicherlich alle kennen, auf einem Innovationscenter, das dieses Beratungshaus auf dem Gelände der Zeche Zollverein in Essen betreibt, ein solches Netz einzurichten und dann mit verschiedensten Anwendungsfällen sozusagen im Prototyping zu betreiben. Ganz spannend daran fanden wir die Vielfalt, weil die im industriellen Bereich eigentlich in dieser großen Menge nicht aufzufinden ist, die man dort sehen konnte. Wir hatten auch eine Veranstaltung trotz Corona dort und konnten uns davon überzeugen, dass vielfältige Anwendungsfälle abbildbar sind, Indoor wie Outdoor. Der Fokus lag dabei im vernetzten Arbeiten, vor allen Dingen auch in Wartungsprozessen, solche Sachen wie Remote Expert mit Datenbrillen und ähnliche Anwendungen, aber auch das Nutzen eines digitalen Zwillings waren dort Thema. Das wurde in verschiedenen Anwendungsfällen meist Indoor, aber auch in einem Falle Outdoor sehr schön angezeigt. Wir haben uns über klassische IoT-Anwendungen wie Maschinenüberwachung und Steuerung hinführen lassen zu Anwendungen, die dann hochgradig automatisiert ablaufen, wie zum Beispiel ein Drohnenflug für die Inspektion industrieller Hardware, in dem Falle Korrosionsschutzprüfungen für Rohrleitungen. Also eine komplexe Mimik, Drohnenflug überwacht über ein Campusnetz, Datenlink runter in die Cloud, KI auf der Cloud, um dann die aufgenommenen Bilder auch sofort auszuwerten. Das alles basierend auf der einfachen Einstiegsvariante Campus M. Und der Beweis dafür, dass man mit dieser Einstiegsvariante schon eine ganze Menge machen kann, vorausgesetzt, man schafft eben die entsprechende Netzversorgung oder sie ist schon da. Und das haben wir in dem Falle dort in Essen eindrucksvoll demonstriert. Ein weiteres gutes Beispiel für die Anwendung dieser Einstiegsvariante Campus M haben wir Ende des Jahres in Bonn, also am Stammsitz der Telekom, in Zusammenarbeit mit der Uniklinik in Bonn, die viele von Ihnen ja wahrscheinlich kennen werden, die ist in den Medien sehr präsent in Betrieb genommen. Dort ging es um eine relativ einfache Aufgabe, aber einen reinen Indoor-Use-Case, in dem wir quasi versucht haben, ein Beispiel dafür zu liefern, was man mit einer Indoor-Mobilfunkversorgung auch in diesem hohen, sehr leistungsfähigen Frequenzbereich machen kann. Und zwar geht es hier relativ einfach um den Einsatz von Mobilfunk als absolut sicheren und verlässlichen Ersatz für andere Drahtlos-Kommunikationstechnologien, die man indoor anwenden kann, um den Ärzten und den Mitarbeitern im Krankenhaus eben zu ermöglichen, auf die Daten, die sie mit ihren sehr hochentwickelten technischen Apparaten gewinnen, also überwiegend bildgebende Verfahren, wie Sie es hier im Bild sehen können, Konsultationen entweder in der Runde mit den Ärzten unterwegs auf einem Tablet oder auch eben mit den Patienten vorzunehmen. Der dazu nötige zusätzliche Netzausbau indoor wurde von uns mit entsprechenden Antennen und Systemen realisiert und ist Bestandteil des öffentlichen Netzes. Das bedeutet, auch dort haben nicht nur die Ärzte mit ihrem Campus M-Netz etwas davon, sondern auch der ganz normale öffentliche Nutzer, der im Krankenhaus eben mit seinem Smartphone oder einem anderen Gerät unterwegs ist. Perspektivisch ist auf dieser Basis auch geplant, bewegliche medizinische Geräte, die man im Krankenhaus vorfindet und die sich immer mehr durchsetzen, anstatt ortsfester Geräte eben zu verbinden, sicher zu verbinden und damit den ganzen Krankenhausbetrieb ein wenig effizienter gestalten zu können. So, und jetzt schauen wir uns mal so ein bisschen die Architektur an aus dieser Variante. Im Prinzip sehr einfach und wir haben das Beste aus 20 Jahren Mobilfunk quasi zusammengeworfen und gewürzt mit dem vom Regulierer uns erlaubten Zusatzfeature, nämlich der
auf der Luftschnittstelle nun zulässigen Priorisierung des privaten Datenverkehrs. Aber fangen wir vorne an. Was Sie in der magentafarbenen Kegel hier sehen, ist das ganz normale öffentliche Netz, so wie Sie es kennen. Das ist eine solide Grundlage mit unseren Antennen. Und wir setzen auf diese bestehende Mimik im Prinzip auf, nutzen auch ganz normale SIM-Karten aus dem öffentlichen Netz und schalten sie in einer Art Closed User Group zusammen zu einem sogenannten IP-VPN. Das bedeutet, wir richten einen privaten APN auf dem Netz ein. Dieser APN ist dann nur von diesen SIM-Karten auch nutzbar. Das ist die Closed User Group. Dieser private Datenkanal, der ohne irgendwelche VPN-Clients auf dem Device auskommt, damit auch keinen Wartungsaufwand oder Ähnliches nötig macht, hat dann Zugriff auf den im oberen Bereich des Bildes abgebildeten IPsec-Tunnel, das heißt ein Ausgangstürchen aus unserem Core-Network, das dann praktisch über diesen IPsec-Tunnel im Kunden-Data-Center endet. Zum Beispiel bei dem Krankenhaus dann eben im Data-Center des Krankenhauses, wo die Daten, die vorher mit einem bildgebenden Verfahren gewonnen wurden, aufbewahrt werden. Und dieser Weg, dieser kurze Weg über die teilnehmenden Mobilfunkantennen, auf denen dann der blaue Kegel, der priorisierte Datenverkehr eben möglich wird, wird durchgeleitet zum Data Center. Und wir haben basierend auf dieser Variante eine sehr einfache, praktische, leicht zu administrierende und vor allen Dingen preisgünstige Möglichkeit geschaffen, privaten Datenverkehr in, ich sag mal, State-of-the-Art-Manier, ohne zusätzliche Hardware wie ein eigenes privates Core-Network vor Ort umzusetzen. Das ist die Variante Campus M, sozusagen den Einstieg ermöglicht. So, und jetzt schauen wir mal auf die etwas umfangreichere Variante. Möchte an der Stelle nochmal daran erinnern, dass Sie jederzeit Fragen über den Chat stellen dürfen, die dann von meiner Kollegin auch vorgelesen werden. Falls es jetzt also schon Fragen gäbe zu dem Campus M, dann können wir die gerne beantworten. Genau, wir machen einen kurzen Break. Bislang ist noch keine Frage im Chat eingetroffen zu dieser Lösung, aber ich würde sagen, wir warten mal noch einen kurzen Moment, weil das vom Ablauf hier heute etwas anders ist. Tom, ich hätte aber sonst einfach noch mal eine Frage, die ich vorab so stellen würde, in der Zeit, wo der ein oder andere Teilnehmer vielleicht noch eine Frage formuliert. Was würdest du denn sagen, warum haben sich jetzt die beiden Kunden, die du vorgestellt hast, Accenture und die Uniklinik Bonn, warum haben sie sich genau für den Campus M entschieden? Was war das ausschlaggebende Argument, warum sie gesagt haben, für uns reicht eine Lösung mit einem VPN aus und wir brauchen jetzt zum Beispiel kein rein privates Netz vor Ort? Ja, also die Abgrenzung zwischen den beiden Varianten vom Anwendungsfall her gesehen ist relativ einfach. Alle Anwendungsfälle, die nicht besonders hohe Anforderungen an die Latenz stellen, also die zum Beispiel mit einem ganz normalen Roundtrip-Time von 100 Millisekunden durch unser Netz, durch den IP-VPN bis zum Datacenter des Kunden auskommen. Und das sind im Regelfall die IoT-Varianten auf eine Bildübertragung etc. oder beim Krankenhaus eben dieser Zugriff auf die Daten, um dort reinzugehen. Bei Accenture die verschiedenen Use Cases bis hin auch zur Drohnensteuerung überhaupt kein Problem, konnten damit abgebildet werden. Das Ganze lässt sich sehr schnell realisieren, weil im Netz nur Konfigurationsaufgaben zu lösen sind. Und wenn man ganz viel Glück hat beim guten oder beim besten Telekom-Netz, wir wurden ja schon fleißig prämiert dafür, kann man tatsächlich auch auf schon bestehende Infrastruktur zurückgreifen. Und dann hat man das Glück, dass man in wenigen Wochen so eine Lösung realisiert hat vor Ort und in Betrieb gehen kann. Wir haben jetzt auch in der Zwischenzeit noch ein paar Fragen bekommen. Eine, das Sehr passt jetzt schön. gut zum Übergang, nochmal konkret zu der Uniklinik Bonn. Welche besonderen Herausforderungen gab es bei der UKB hinsichtlich des Schutzes von Patientendaten? Natürlich eine sehr wichtige Frage. Selbstverständlich. Also die inhärente Sicherheit in den Mobilfunknetzen bei der Datenübertragung durch die Verschlüsselung auf der Luftschnittstelle, aber auch die Übertragung in einem netzinhärenten IP-VPN
und dann natürlich auch einer verschlüsselten Übertragung hin zum Datacenter des Kunden über den genannten und gezeigten IPsec-Tunnel sind die Grundvoraussetzungen, die man dafür braucht, um dass kein Fremder da mitlauschen oder sich da auf diesen Datenkanal irgendwie aufschalten kann. Man könnte die Sicherheitsstufe, sage ich mal, auf ähnliche Höhe heben, wie wir das vom Homebanking kennen. Auch dort wird ja ein softwarebasierter Tunnel zu meinem Homebanking-Server geschaffen, wenn ich meine Überweisungsdaten eingebe etc. Und das einzig Verletzliche hier ist die Luftschnittstelle und die ist ja durch die Verschlüsselungsverfahren, die wir wählen, einerseits durch das Einloggen der SIM-Karten ins Netz mit einem komplexen Algorithmus, der nicht geknackt wurde bisher und natürlich auch durch die Luftschnittstelle selber gegeben. Wir können also garantieren, dass wir hier eine zuverlässige Übertragungsschnittstelle haben, die nicht geknackt werden kann. Super, danke dir. Dann haben wir noch ein paar Fragen, die jetzt eingetroffen sind, die sich auf den APN beziehen. Fangen wir mal an mit der ersten Frage dazu. So, hier wird geschrieben, bei den SIM-Karten in den alten IPVPN musste der APN separat angepasst werden. Ist das bei dieser Lösung jetzt nicht mehr erforderlich? Oh, da müsste ich natürlich jetzt zurückfragen, was diese separate Anpassung bedeutet. Aber in a nutshell kann man sagen, also wir richten einen neuen APN, privaten APN ein, der nur von diesen SIM-Karten genutzt werden darf. Wir bieten die Administration dieser SIM-Karten über ein Webportal an. Also Sie können nach Erhalt des Starterpakets selber administrieren, Karten aktivieren, deaktivieren und deren augenblickliche Tätigkeit im Netz mitverfolgen, also ob die online sind oder ob die offline sind, wie viel Datenverkehr durchfließt. Und ich habe einen ganz wichtigen Punkt eigentlich vergessen zu sagen, obwohl wir ja sehen können, wie viel Daten durch die Karten fließen. Das sind alles Flatrate-Karten. Das heißt, man muss sich um Datenpakete und um zusätzliche Kosten auch keinen Gedanken mehr machen. Und tatsächlich, dieser eingerichtete APN wird separat für das Campus M eben eingerichtet und genießt dann eine entsprechende Priorisierung auf der Luftschnittstelle. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Super, so, dann haben wir zu der Priorisierung, haben wir auch noch einige Fragen bekommen. Eine Frage finde ich auch ganz schön gestellt, geht nochmal darauf ein, in welchem Gebiet, welchem Umfeld wir ein Campusnetz M nutzen können. Was ist der Unterschied von der Campus M-Lösung im Vergleich zu den bestehenden M2M-Kommunikationen? Ist es denkbar, ein Campus M zum Beispiel auch für eine komplette Stadt zu nutzen? Eine sehr, sehr gute Frage. Und das ist letztlich eine Aufwandsfrage auch für uns. Grundsätzlich sind wir bestrebt, die regulatorische Anforderung, die wir haben, nämlich die öffentliche Versorgung nicht zu schmälern oder zu verschlechtern, die nehmen wir sehr ernst. Bedeutet, wir prüfen sehr genau, wo und wie die Anwendung eines solchen Campus-M-Netzes stattfindet. Und dazu schauen wir uns jeden einzelnen Funkturm bzw. jede einzelne Zelle genau an, wie ihre derzeitige Auslastung ist. Auf größere Bereiche bezogen, die grundsätzlich nicht ausgeschlossen sind, bedeutet das, wir müssen eine große Anzahl von Stationen prüfen und wir würden die Campus-M-inhärente Priorisierung eben nur dort vornehmen können, wo wir auch ordentlich Ressourcen zur Verfügung haben. Und das ist also sozusagen auch die Grundregel. Sprich, ein größeres Industriegelände, beispielsweise einen großen Industriepark oder Chemiepark, abzudecken, ist immer dann möglich, wenn die Versorgung, die es schon gibt, beziehungsweise die wir zusätzlich schaffen, in der Lage ist, das auch ressourcentechnisch abzubilden. Dann steht auch der Ausleuchtung einer größeren Fläche im Prinzip nichts im Wege. Man muss allerdings auch genau prüfen, ob eben die eben erwähnte Möglichkeit auch wirklich besteht. Und das ist eine reine Aufwandsfrage bei uns. Da muss man sich jedes Beispiel einzeln anschauen. Und dann eine letzte Frage aufgrund der Zeit, weil wir natürlich noch auf die anderen beiden Varianten eingehen und da es auch noch die ein oder andere Frage sicherlich geben wird. André Wolf, die würde ich dir jetzt einfach mal zuspielen, damit du auch noch mal zu Wort kommst. Ist eine schöne Frage zur Zusammenfassung, nämlich wenn wir jetzt noch mal konkret über ein Beispiel sprechen, wie findet denn jetzt beispielsweise ein Gabelstapler den Weg vom Campusnetz in den VPN-Tunnel, beziehungsweise kannst du noch mal kurz
erklären, wie wir den VPN-Tunnel innerhalb des Campusnetzes nutzen. Also die Karten adressieren, die SIM-Karten adressieren jeweils den APN und der VPN-Tunnel ist daran gekoppelt. Das geht also dann, man kann sagen, automatisch. Das Routing ist vorgegeben. Das heißt also, der Übertragungsweg hängt an der Konfiguration der Karte. Da muss man also gar nichts weiter machen, weil über den Eintrag des APNs mehr oder weniger auch der Übertragungsweg, der Zugang vorgegeben ist. Und auf den APN kommt halt nicht jede Karte drauf. So, wunderbar. Jetzt, es sind noch viele Fragen mehr eingetroffen. Auf eine würde ich vielleicht noch ganz kurz eingehen. Hier wird auch nochmal gefragt, wie ist denn in einem Campusnetz, also wenn ich jetzt ein IP-VPN nutze, wie ist denn dann eigentlich die Anbindung an das öffentliche Internet? Und ja, da können wir zusammenfassend nochmal sagen, das ist dann die Entscheidung des Kunden, welche Freigaben er für die SIM-Karten in seinen Geräten dann eben erteilt. Also das können Sie in dem Sinne dann selbst einstellen. Die anderen Fragen gehen nicht verloren, die notieren wir uns und nutzen die dann gerne auch im Nachgang, um mit Ihnen dann da nochmal drüber zu sprechen. Die sind jetzt teilweise schon sehr konkret. Die werden wir uns notieren. Und damit gehen wir dann jetzt über auf die nächste Netzvariante, das Campusnetz L. Und der Thomas Pöggel wird uns erst noch einmal erläutern, für welche Kundengruppen das interessant ist, beziehungsweise welche Anforderungen denn eigentlich an ein Campusnetz L gestellt werden. Ja, vielen Dank, Vera Schmitz. Wir machen den gleichen Einstieg wieder sozusagen über die Anwendungsfallorientierung. Und ich hatte ja schon gesagt beim Campus M, dass das eine Variante ist, die von ihrer Latenz quasi nicht sehr fordernd ist und deswegen mit der einfachen Lösung auskommt. Für die Entscheidung Richtung Campus L gibt es eigentlich zwei Beweggründe. Der erste Beweggrund ist halt eine Anwendung, die zum Beispiel im Bereich Latenz oder geforderte Bandbreite dedizierte Ressourcen abfordert. Warum das so ist und warum das so interessant ist, da komme ich gleich im Architekturschaubild dazu. Aber grundsätzlich natürlich auch der Kundenwunsch über oder nach mehr Privatsphäre, sprich, dass die Daten das Kundengelände nicht verlassen dürfen. Das ist heute eigentlich der Standard, warum man in so eine Richtung denkt, warum private Netze tatsächlich auch interessant geworden sind. Mobilfunknetze, also drahtlose Verbindungen, sind natürlich sehr praktisch, aber man wünscht sich, dass alle Daten, die dann eben auf dem eigenen Gelände erhoben werden, auch dort bleiben. Und das ist dann der Einstieg in diese höherwertige Variante. Bedeutet, immer dann, wenn zum Beispiel dieses Gesamtnetz als produktionskritische Ressource eingesetzt werden muss, ist es natürlich sinnvoll, dedizierte Ressourcen zu haben und auch alle Hardware auf dem eigenen Gelände. Und wir folgen damit im Prinzip einem Trend, der sich gerade unter dem Schlagwort Industrie 4.0 in den letzten Jahren deutlich durchgesetzt hat. Eine Fabrik, die sich, ich meine, täglich umbauen kann, also Maschinen, die neu aufgestellt werden, Rüstzeiten eine hohe Bedeutung erlangen, weil die Losgrößen zurückgehen. Überall dort wird eine flexible Vernetzung eben jetzt gefordert. Und das ist dann der Moment, wo man über diese höherwertige Lösung eben nachdenken muss. Und wie das genau aussieht und was das dann im Detail in der Architektur bedeutet, das schauen wir uns jetzt im Architekturschaubild kurz an. Sie erkennen ein paar Ähnlichkeiten zum vorangehenden Bild. Der obere Bereich, das öffentliche Netz, ist unverändert dort zu sehen und spielt aber nicht mehr so eine große Rolle wie vorher, denn wie man sehen kann in dem Bild, laufen die Daten aus der blauen Scheibe, die jetzt nicht mehr Bestandteil der Magenta-Scheibe ist, völlig separat. Das soll andeuten, dass Sie eine dedizierte Radioressource nutzen. Unten durch den blauen Weg dann auch zurück zum zusätzlich aufgestellten privaten Core-Network vor Ort. Und wie man aus dem Bild schon sehr schön erkennen kann, bedeutet das zwischen der lokal aufgestellten Antenne und dem lokal aufgestellten Core-Network besonders kurze Wege. Und diese kurzen Wege ermöglichen dann eben diese niedrige Latenz vom mobilen Gerät innerhalb der blauen Scheibe bis zum privaten Core-Network und damit dann zum Data Center oder zum Edge Computing Device, was dahinter geschaltet ist.
Hiermit werden dann Anwendungen möglich, zum Beispiel die immer gern zitierten fahrerlosen Transportsysteme, die man ihrer Intelligenz beraubt und deren Intelligenz man dann in die Edge Cloud steckt. Nur wenn der Weg kurz genug ist, dann funktioniert das auch. Das heißt, das AGV wird zum Sensorträger mit beraubter Intelligenz und bekommt das über eine schnelle Datenverbindung zum Data Center zur Edge Cloud eben ermöglicht. Die beiden Punkte auf die eben genannten Anforderungen gemappt sind dedizierte Radioressourcen. Das heißt, wir teilen uns die vorhandene oder aufgebaute Radioinfrastruktur dediziert. Bedeutet, für die öffentliche und für die private Scheibe sind klare Bandbreiten vorgegeben, die sich nach der Anwendung richten. Und wir bleiben natürlich, wie man aus diesem Schaubild auch gut erkennen kann, auf dem Gelände. Das heißt also, die Antennen, das Core-Network und natürlich die Geräte selber sind alle auf dem Gelände. Und somit ist dem Wunsch nach hoher Privatsphäre Rechnung getragen. Insgesamt ist das eine Hochwertvariante, wie man sie eigentlich auf Basis einer öffentlichen Radioinfrastruktur besser nicht aufbauen kann. Sie hat natürlich den kleinen Nachteil, dass diese zusätzliche, wenn auch sehr kleine Hardware auch bei den Kosten zu Buche schlägt und dedizierte Ressourcen, die kein anderer nutzen darf, müssen eben auch bezahlt werden. So, und dann schauen wir mal ein bisschen dedizierter in die Technik rein, also wie das überhaupt aussieht und funktioniert. Und dafür haben wir den André Wolf mitgebracht, an den ich jetzt nochmal übergebe. Danke, Tom. Wir gucken jetzt mal Zwiebelschale tiefer in das rein, was dann auf dem Campus steht. Das haben wir ja gehört und gesehen. Es gibt also im Prinzip ein kleines privates Netz, das die Ressourcen des Mobilfunknetzes nutzt, die dann exklusiv zugewiesen sind und abgetrennt werden. Das heißt, wir haben. Gucken wir uns die rechte Box an. Wir haben ein komplettes EPC, also ein komplettes LTE-Core-Netz auf dem Campus installiert. Das ist mal eine beispielhafte Darstellung, wie wir sie häufig verwenden. Bedeutet, wir haben drei ganz normale Server und die entsprechenden LTE-Netzfunktionen sind auf diesen Servern installiert. Von oben nach unten gehen, dann ist es die User-Datenbank, die CUDB. Dann ist es das HSS, wo die Daten zur Verfügung gestellt werden für die anderen Funktionen. Dann das Mobility Management, die MME und dann EPG bzw. SGW, PGW, die Bezeichnungen sind üblich. Das sind die Knoten oder die Funktionen, den Datenverkehr und den Signalisierungsverkehr handeln. Und ganz links haben wir noch eine Box. Das ist ein Server, der beinhaltet alle notwendigen Tools für SIM-Provisioning, Network Element Manager, Trace-Funktionalitäten und so weiter, um die beiden anderen Server zu managen und um das ganze Core-Netz auch zu überwachen. Dann haben wir einen eingebauten Router, der dafür sorgt, dass die Server miteinander und mit der Außenwelt kommunizieren können. Und dann bauen wir das so auf, dass wir noch einen Router haben, einen Campus-Router, der dafür sorgt, dass wir eine verschlüsselte Verbindung zum Radio haben. Das ist da die grüne IPsec-Verbindung. Und eine Verbindung herstellen zur Kunden-IT. Das sind ganz unten rechts die stilisierten Server. Das wäre dann also das Kundennetz. Auf dem Radio, da sieht man ganz unten, das ist auf der linken Seite, ganz unten rechts neben dem Mast. Das ist die Steuereinheit für das Radio. Von daher, da wird der Verkehr aufgeteilt, also einmal in das Campusnetz. Der verlässt also tatsächlich nicht den Campus. Und das ist der grüne Teil. Und der schwarze Teil geht dann über ein Cell Site Gateway, das brauchen wir aus organisatorischen Gründen, direkt ins Mobilfunknetz. Das ist also der Verkehr für den öffentlichen Mobilfunk. Wenn Sie also eine Karte nehmen oder haben, die ganz normal unser Netz adressiert, dann wird die den schwarzen Weg nutzen in das ganz normale Mobilfunknetz. Das heißt, auch wenn Sie eine Maschine haben, ein Gerät oder was auch immer, das eine eingebaute SIM-Karte hat, um
Diagnosedaten zum Beispiel zum Hersteller zu übertragen, würde das den schwarzen Weg nehmen. Und die Daten vom Campus bleiben innerhalb dieses grünen Wegs und verlassen den Campus nicht. Und das ganze System ist so konfiguriert und aufgesetzt, dass es ohne eine Verbindung nach außen funktioniert. Das heißt, wenn der berühmte Bagger rundherum alle Verbindungen kappt, Strom aber noch da ist, dann ist das System funktionsfähig, inklusive Radio. Und dann ist der öffentliche Teil zwar weg, weil die Anbindung weg ist, aber der private Teil funktioniert komplett weiter. Was haben wir damit? Das hat Trompolke gerade schon erklärt, aber hier wird es nochmal sehr, sehr deutlich sichtbar. Wir haben ein volles autonomes System. Das heißt, wenn die Produktion tatsächlich da dran hängt, das produktionskritische Infrastruktur ist, dann funktioniert die auch ohne eine Verbindung nach außen. Das zweite ist, sensible Daten werden geschützt, weil sie den Campus nicht verlassen. Für einige Industriezweige ist es zwingend vorgeschrieben oder sehr relevant. Und das dritte, sie haben dedizierte Ressourcen hier, die dem Campus zur Verfügung stehen. Und natürlich über die kurzen Wege, die Latency ist natürlich auch kurz oder niedrig, weil wir nur den Weg auf dem eigenen Campus haben und nicht noch den Weg bis zum zentralen Core, bis zu unserem zentralen Core und gegebenenfalls zurück. Da ist die Lichtgeschwindigkeit halt das, was die Latency definiert, plus sehr, sehr kurze Prozesszeiten. Das ist der Blick auf das Campus L, auf dieses Campus Deployment mit eigenen Ressourcen, mit einem eigenen Core-Netz und mit einem dedizierten Radioanteil. Vera. Danke, André. Ich habe auch schon die ersten Fragen, die in deine Richtung gehen. Eine sehr kurze Frage: Das Cell-Site-Gateway, ist das kabelgebunden oder cellular? Nee, Cell-Site-Gateway ist kabelgebunden. Das ist auch nichts anderes als eine spezielle Routeform, die wir benutzen, in beide Richtungen einfach die Verbindung abzuschließen. Dann gehen wir mal in Richtung Antenneninfrastruktur. Ich hatte ja im Intro auch gesagt, wir schauen natürlich immer, wie ist denn das Campusgelände, was muss versorgt werden, wie realisieren wir Antennen in Kellerräumen? Ne, wahrscheinlich auch einhergehend mit der Frage, was nutzen wir da konkret, um da eben auch eine gute Versorgung zu haben? Ja, da gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Das eine sind Small Cells, da gibt es verschiedene Ausprägungen. Heißt also kleine autonome Radioeinheiten mit einer sehr geringen Sendeleistung, die man über, meistens ist es ein ganz normales Cat7-Kabel, also die Patch-Kabel, die die meisten erkennen, anbinden kann. Die brauchen dann natürlich Strom. Und die Anbindung an den Radiocontroller, das ist ein aktives Element. Das zweite sind sogenannte DAS-Systeme, also Distributed Antenna Systems. Die gibt es aktiv und passiv. Die wandeln das Radiosignal in, die Aktiven wandeln das Radiosignal in ein Lichtsignal um, übertragen das über eine Glasfaser und wandeln das dann wieder in Radio um. Die lassen sich dann wunderbar verteilen. Oder für kleinere Installationen gibt es auch passive DAS-Systeme, das sind also Koaxkabel. Dann ist der Nachteil, der Installationsaufwand ist relativ hoch. Ein Cat7-Kabel, also ein ganz normales IT-Kabel, ist halt deutlich einfacher zu installieren als ein Koaxkabel. Tendenz ist also entweder die aktiven DAS-Systeme oder aktive Small Cells, die eine eigene Radio-Unit sind. Wunderbar, ich glaube, das beantwortet die Frage schon sehr gut. Thomas Pöbel, ich habe noch eine Frage für dich. Schalte dich gerne noch Okay. dazu. Wir haben gesprochen über einen Premium-SLA. Was beinhaltet der denn und wie stellen wir sicher, dass es auch ein Premium-SLA ist, wenn der Kunde ihn dann nutzt? Also, dass wir auch alles liefern, was der beinhaltet.
Also die Grundgedanken zu diesem Produktelement stammen eigentlich schon aus der M2M oder IoT-Ära. Die Nachfrage kam einfach da, wo man das als produktionskritische Ressource oder eben mit einer hohen Ausfallsicherheit und kurzer Störzeit haben möchte. Und die Kernelemente fangen eigentlich da an, wo noch gar keine Störung vorliegt. Zum Beispiel in einer proaktiven Information, wenn wir im Netz, speziell auch im öffentlichen Part des Netzes, beispielsweise Updates vornehmen müssen und damit die Radiozellen mal irgendwann, für kurze Zeit offline gehen möchten. Dass mithilfe dieser Information oder auch Verabredung dann in besonders kritischen Fällen eben ausgemacht wird, wann man das tut, damit es nicht gerade dann gemacht wird, wann man es nicht brauchen kann. Beste Fall, den wir alle von unseren PCs, von unseren Firmen-PCs kennen, ist, wenn mitten in einer Webex zum Beispiel irgendein Update von Windows aufploppt. Das möchte man natürlich im Mobilfunk nicht haben. Da verabredet man vorher einen Zeitpunkt, wo das unkritisch ist. Sprich, Premium SLA bedeutet proaktive Information über solche anstehenden Maßnahmen und dann Verabredung gemeinsame Durchführung. Aber dazu gehört natürlich auch, dass die ganze Remote Operation dieser Systeme, also die Überwachung aus der Ferne, geschieht und man diese Kollegen eben auch in den ausgemachten Zugriffszeiten eben erreichen kann und der schon erwähnte Service Manager eben quasi dafür bereitsteht, bei Störungen oder größeren Wartungssachen das mit dem Ansprechpartner auf Kundenseite zu organisieren. Wichtig dabei ist, dass die Premium-Variante eben halt auch wirklich an sehr viele Menschen gekoppelt ist, die eben im Regelfalle Dienst tun, ohne dass man das merkt, weil ja im Regelfall auch alles gut funktioniert, aber eben ruckzuck Gewehr bei Fuß sind. Und das bedeutet dann eben auch vor Ort eventuell Komponenten auszutauschen, wenn erforderlich, und remote wieder zuzuschalten. Also ein umfangreiches Toolset, auf das man eben im Entstör- und im Wartungsbereich zurückgreift. So, dann haben wir noch Zeit für eine letzte Frage. Ich suche mir mal eine etwas zukunftsweisende aus, ein Thema, was auch für die Deutsche Telekom von großer Relevanz ist und für das wir uns sehr einsetzen, ist Open RAN. Und dazu haben wir auch eine Frage bekommen. Müssen denn alle Systemteile von einem Hersteller sein? Und wie sieht es in Zukunft mit Open RAN-Systemen aus? André, vielleicht an dich. Ist noch gemutet. Gut. Relativ einfach zu beantworten ist erstmal der Split des Core und des Radio. Können natürlich von unterschiedlichen Herstellern sein. Das ist heute ja schon Fakt. Im Radiobereich, die DAS-Systeme sind üblicherweise auch oder von Drittherstellern. Da setzen wir halt sehr viele ein. Es gibt die von den klassischen Herstellern, die wir im Radio haben. Wir benutzen aber auch DAS-Systeme von anderen Herstellern. Und in Zukunft mit fortschreitender Virtualisierung werden wir mit Sicherheit auch den Fall haben, dass die einzelnen Komponenten von unterschiedlichen Herstellern kommen. Heute ist es schon so bei den Antennenanlagen, die passiven Antennen kommen auch von Drittherstellern. Da gibt es die großen Bekannten. Und wenn dann kombiniert mit den Radio-Units der Radiohersteller. Und in Zukunft ist dann vermutlich auch die Radio-Unit, also der Part, der die Sendeleistung erzeugt, und der Control-Part von unterschiedlichen Herstellern und auch voll virtualisiert, um den Mix einfacher zu machen. Das sehen Okay, wir ich hoffe, heute das auch schon in beantwortet. Testsystemen. Ja. Ich hoffe, das beantwortet jetzt erstmal die Fragen. Auch hier, wir nehmen die anderen Fragen auf und beantworten die im Nachgang des Webinars dann sehr gerne noch. Steigen jetzt aber aufgrund der fortschreitenden Zeit dann eben noch in das letzte Kapitel ein und wollen uns auch noch anschauen, was ist denn ein rein privates Campusnetz? Wie funktioniert das? Welche Bestandteile habe ich? Und auch, welche Herausforderungen gibt es denn aktuell bei diesem Trial-Angebot? Ja, kommen wir nochmal zurück in die Welt der Architektur und der Anwendungsfälle.
Es ist ganz spannend, was sich in den letzten Jahren da getan hat. Und ich glaube, die größte Erneuerung ist, dass eben Mobilfunkspektrum nicht nur bei den Mobilfunkprovidern liegt, also bei der Telekom und bei den anderen, sondern eben hier auch für verhältnismäßig wenig Geld und wenig Aufwand auch Industriebetrieben zugeordnet werden darf für lokal umrissene Anwendungsfälle. Das heißt, man geht zur Bundesnetzagentur und kauft sich eine üblicherweise 10-Jahres-Lizenz über eine gewisse Bandbreite und ein gewisses Gelände. Und in diesem Frequenzbereich kann man dann, liegt ja nur wenig über dem Frequenzbereich, den wir auch im öffentlichen Netz nutzen, eben ein rein privates Netz aufbauen. Dieses Netz nutzt üblicherweise dann eben nicht so, wie wir es im öffentlichen Netz derzeit noch machen müssen, 5G Non-Standalone, also mit einem LTE-Ankernetz, wie wir es eben gesehen haben, sondern fußt dann auf 5G Standalone-Technologie mit einem 5G Core-Network und stellt damit ein völlig abgeschottetes, eigenständiges, rein privates System dar, das natürlich dann auch keine Zusatznutzung durch öffentliche Mobilfunknutzer eben mehr zulässt. Man ist relativ flexibel bei der Aufstellung der Antennen. Man muss auf nichts Rücksicht nehmen, kann es also vollkommen selber entscheiden. Und da wir alle Kompetenzen aus dem Mobilfunk-Dreiklang planen, bauen und betreiben an Bord haben, ist das auch ein Spielfeld, auf dem wir uns tummeln möchten. Und das bedeutet, wir wollen den Anfragern, die in dem Bereich ihren Kern sehen und sich ein rein privates Netz leisten möchten, gerne auch eine Antwort geben. Regelangebote wird es wahrscheinlich ab dem kommenden Jahr geben. Und um diese Lücke, bis wir Regelangebote mit der Mobilfunktechnik in auch ausreichend erprobter Qualität bilden können oder stellen können, bieten wir an, dass wir eben diese Möglichkeiten im Rahmen eines Trials, also eines Ausprobierens ohne Kauf, rein auf Mietbasis, im kleinen Rahmen aufbauen und für eine maximale Laufzeit von einem Jahr dann auch betreiben. Das macht zur momentanen Zeit hochgradig Sinn, weil man einfach Erfahrung sammeln kann damit, ohne sich wirklich zu entscheiden. Und wir bauen dann nach der Laufzeit dieses Trials auch alles wieder ab und nehmen das wieder mit. Die Miete ist dann abgelaufen und die Entscheidung frei für einen dauerhaften, längerfristigen Aufbau, der dann eben auch ab nächstem Jahr von uns angeboten werden kann. Da gibt es verschiedenste Gründe, warum man das haben will. Ich denke, für den einen oder anderen könnte es durchaus Sinn machen, gerade bei den Indoor-Use Cases und ganz abgeschotteten kleinen Bereichen ist so ein Ausprobieren mit einem kleinen Core-Network und einer kleinen Radioeinheit eben durchaus sinnvoll. Und wenn man sich das im Architekturschaubild nochmal anschaut, Vera, wenn du gerade weiter drückst, dann sieht man eben klar, wie diese starke Vereinfachung, das hat mit dem öffentlichen Netz dann überhaupt gar nichts mehr zu tun, sondern ist ein rein privates Netz mit aller Technik vor Ort. Und bietet eben darauf basierend auch andere Möglichkeiten oder erweiterte Möglichkeiten. Gerade bei der alleinigen Nutzung dieses großen Frequenzspektrums von 100 Megahertz stehen natürlich die Wege offen, auch besonders bandbreitenhungrige Anwendungen zu versorgen. Und vielleicht last but not least zu erwähnen, diese Variante, also die Nutzung des Industriespektrums, lässt sich bei Anwendung der richtigen Technik auch durchaus mit den vorher vorgestellten Varianten aus der Campus-L-Schublade verbinden. Immer dann, wenn man zum Beispiel besonders datenhungrige Anwendungen hätte, die mit einem dieser Spektrumsanteile, dem öffentlichen oder dem privaten, nicht auskommen, kann man es auch verbinden. Da gibt es zukunftsweisende Lösungen, die darauf hindeuten, dass das irgendwann mal sehr interessant wird. Die Technik kann es heute schon, und es wäre dann eben zu entscheiden, ob es für einen Anwender sinnvoll ist, auf dieses doppelte Pferd zu setzen. Ja, und dann können wir dazu auch noch mal ganz kurz in die Details schauen. Okay, dann haben wir hier ein ähnliches Bild, wie wir es vorher gesehen haben, nur mit den Fotos der Komponenten. Das ist auch beispielhaft, wie so ein 5G-Core aussieht.
auch wieder voll virtualisiert. Zwei Server, ein Router, der den Verkehr zwischen den einzelnen Servern und zwischen den Radios handelt. Dann haben wir auch wieder so ein Radio-Baseband-Modul, wie das heißt, also die Kontrolleinheit fürs Radio. Und der Radioanteil, der da dranhängt, ist dem bei dem Campus L sehr ähnlich. Also gibt es Feinheiten in den Unterschieden der Software, ist aber von der Funktionsweise sehr ähnlich und auch von der Ausprägung. Da gilt das Gleiche, Inhouse-Anlagen halt mit einer kleinen Radio-Unit. Outdoor kann man mit einer Antennenanlage machen oder mit einer aktiven Antennenanlage. In dem Frequenzbereich herrschen bei 7 bis 3,8 Gigahertz, herrschen halt die aktiven Antennensysteme vor, weil die sich relativ gut aufgrund der geringen Wellenlänge realisieren lassen. Dann gibt es einen Remote Access für uns, um das System managen zu können. Der ist hier dargestellt und dann geht es unten links über den Router direkt in die Anwendung oder in die IT des Kunden. Das hat eigentlich ein sehr simpler Aufbau. Natürlich die Software, die da drin steckt, ist schon sehr anspruchsvoll. Aber das ist das Paket, was im Moment existiert und was man für Testzwecke dann einsetzen kann. André, Was bevor man auf dem wir Radio. tiefer einsteigen, habe ich direkt eine Frage, die passt gerade sehr gut. Gerne. Wenn wir uns jetzt, wir haben jetzt gerade die Architektur hier so schön vor Augen und aufgebaut. Wir haben eine Frage zur Störanfälligkeit. Wie bewerten wir die Störanfälligkeit von außen auf ein privates Campusnetz? Ja, Störanfälligkeit kann man unterschiedlich jetzt interpretieren. Störanfälligkeit, dass da jemand von außen eingreift, eher gering, weil es ist halt ein gekapseltes System und der Remote Access ist sicher. Wenn es um die Störanfälligkeit über das Interface geht, weil vielleicht andere Campusnetze außenrum sind, das denke ich, gucken wir uns gleich an. Das können wir jetzt also nur raten, in welche Richtung das gemeint ist. Ich weiß nicht, ob es da noch Informationen zu gibt. Schau mal, ob im Chat vielleicht noch eine Antwort drauf kommt. Aber vielleicht erübrigt sich sonst die Frage Ja, gleich sonst auch in können wir der sie weiteren fragen. Präsentation. Ja. Gut, dann gucken wir mal auf das Air-Interface. Ich denke, da gibt es einige Bemerkungen zu dem, was bis jetzt im klassischen Mobilfunk stattgefunden hat. Also LTE, die meisten LTE-basierten Systeme nennt sich Frequency Division Duplex. Wir haben also zwei Frequenzen, die Uplink und Downlink, also den Weg zum Terminal und vom Terminal zurück zum Netz definieren. Und bei den 5G-Netzen im 3,7 bis 3,8 Gigahertz, beziehungsweise im kompletten 3,x-Band, Gigahertz-Band, haben wir ein sogenanntes TDD, Time Division Duplex. Wir nennen das kurz, weil es immer so kompliziert ist, die ganzen Frequenzen auszusprechen, wir nennen das kurz Midband. Das beschreibt also diese 3,5 Gigahertz plus minus, die da zur Verfügung stehen für die Industrie und die Betreiber. TDD meint, da gucken wir jetzt mal auf den oberen Balken in der Mitte, in dem mittleren Kasten, meint, wir haben drei Timeslots, in denen das Netz sendet. Dann gibt es einen sogenannten Special Frame, also einen Zeitschlitz, der speziell konfiguriert wird für die Entkopplung. Und dann gibt es einen Uplink. Also Downlink ist immer vom Netz zum Terminal und Uplink ist immer vom Terminal zum Netz. Und auf diese Struktur hat man sich in Deutschland zwischen den Betreibern geeinigt. Die ist also festgelegt. Die lässt sich nur mit Zustimmung der Betreiber ändern. Wer davon abweicht, muss dann halt auch, sagen, dann koordinieren. Das ist von der Bundesnetzagentur so vorgegeben. Heißt, er muss dann Lösungsmöglichkeiten finden, nicht zu stören. Warum ist es so und warum ist es so wichtig? Wenn wir jetzt uplink-zentrische Anwendungen haben, wie zum Beispiel Kameras, die hohe Datenmengen von der Kamera über das Device zum Netz senden, dann würde sich die Struktur darunter anbieten, also einmal Downlink,
also ein Special Frame und dann den Uplink deutlich ausgeprägter. Würde aber heißen, dass man davon abweicht und würde auch heißen, dass der Downlink, und warum das so ist, gucken wir uns gleich noch mal ein bisschen im Detail an, dass der Downlink der öffentlichen Netze den Uplink des privaten Netzes dann stören würde und ein hohes Potenzial hat, das zu stören. Das wäre also eine Anwendung, wo man die TDD-Rahmenstruktur ändern kann. Und eine zweite Anwendung ist natürlich, das wird auch sichtbar, wenn ich in dem ersten Downlink-Slot Signal empfange, irgendein IT-Kommando oder sowas, dann muss ich warten, bis ein Uplink-Slot wieder zur Verfügung steht, um das zu protokollieren. Das ist also Roundtrip-Zeit. Und diese Roundtrip-Zeit ist über diese Rahmenstruktur vorgegeben. Wenn man Glück hat, ist man in dem dritten Downlink-Slot, dann ist es kürzer, aber wir haben halt da rein rechnerisch diese Latency, um die man nicht rumkommt. Das könnte man jetzt auch ändern. Man macht also DSU oder direkt D und U in einem kleineren Umfeld, lässt sich das wahrscheinlich realisieren. Und dann wird die Latency geringer. Wäre eine Spezialanwendung, hat nur das gleiche Verhalten wie oben. Die öffentlichen Netze haben das Potenzial, dann das private Netz zu stören. Das ist im 3,5 GHz-Bereich, also Midband so. Deshalb eignet sich das nicht so sehr für eine Anpassung der Rahmenstruktur. Was aber seit Anfang des Jahres zur Verfügung steht, wo auch die ersten Testsysteme auch verfügbar sind, ist das Millimeter-Wave-Band. Das sind 26 Gigahertz, deutlich höhere Frequenz. Ganz andere Radioanforderungen. Aber da gibt es keine Kombination mit einem öffentlichen Netz. Da steht auch reichlich Spektrum zur Verfügung, um das zu entkoppeln. Also ein Ausblick in die Zukunft. Millimeter-Wave wird einige der Probleme lösen und kann sowohl privat als auch öffentlich genutzt werden. Die Regulierungsverordnungen sind verfügbar. Das wäre dann was für hohe Uplink-Datenraten, kurze Latency und ähnliche Anwendungen. Jetzt gucken wir noch mal ein bisschen ins Detail, warum das mit den Störungen so ist. Wir nehmen mal die beiden magentafarbenen Basisstationen. Das heißt, man sieht in der Grafik darunter, wenn die eine sendet und die andere würde empfangen, dann würde diese Basisstation, die sendet, die empfängt, stören, weil es alles auf der gleichen Frequenz passiert. Und selbst bei benachbarten Frequenzen, das ist die rechte graue, da unten sind die Filterkurven mal so exemplarisch dargestellt oder veranschaulichend dargestellt. Die Filter sind nicht so scharf, dass sie nicht eine Nebenaussendung verhindern. Heißt, die magentafarbene würde die graue und die graue würde die magentafarbene stören, wenn die das Senden und das Empfangen nicht perfekt synchronisiert sind. Das wird zwischen den Mobilfunkbetreibern gemacht. Das muss auch auf einem Campus passieren. Das heißt, man muss da über GPS oder über eine entsprechende zentrale Uhr, über den Transport, die Basisstationen miteinander synchronisieren, wenn es auf dem Campus mehrere gibt, auch die untereinander. Ansonsten stören die sich auch gegenseitig. Das ist auch der Grund, warum man von der Rahmenstruktur nicht abweichen kann. Also ideal sieht es dann so aus, wie unten rechts in dem Kasten dargestellt. Alle Basisstationen senden zur gleichen Zeit und alle Basisstationen empfangen zur gleichen Zeit. Und auch da ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit mit Lichtgeschwindigkeit nicht schnell genug. Heißt, wenn zwei Basisstationen sich gegenseitig stören können, aber sehr weit voneinander entfernt sind, braucht das Signal von der einen zur anderen so lange, dass wir da so ein Entkopplungsslot, also ein Gap, einfügen müssen. Und dieses Gap zur zeitlichen Entkopplung liegt in diesem grau dargestellten Special Frame, den wir uns auf der Seite davor angeguckt haben.
Also immer dann, wenn wir über TDD-Netze und vor allen Dingen über diese privaten Netze im Industrieband reden, ist es ganz wichtig, das ganze Thema Synchronisierung und Rahmenstruktur im Kopf zu behalten. Da gibt es nicht die beliebige Freiheit, die so zu setzen, wie man sie braucht. Oder man muss die koordinieren, also die Nachteile in Kauf nehmen. Das heißt, wenn man jetzt auf diese sehr uplink-zentrische Rahmenstruktur gehen würde, und der Uplink-Slot mit den Betreibern synchronisiert ist, dann würde aber ein öffentliches Netz, was im Umfeld ist, die beiden anderen Uplink-Slots stören und dann kann man nicht mehr von einer sicheren Übertragung sprechen. Das war so ein kleiner Ausflug in die Besonderheiten von TDD im Midband, in dem Frequenzbereich, in dem das Industrieband liegt. Ich finde, das waren auch tatsächlich nochmal sehr wichtige Informationen eben auch mitzunehmen, dass es auch bei einem rein privaten Campusnetz eben auch Herausforderungen gibt und man auch in diesem Netzsilo eben auf bestimmte Dinge zu achten hat. Ja, wir haben jetzt tatsächlich 11 Uhr. Ich würde aber trotzdem eine ganz kurze Frage stellen, weil die häufiger gekommen ist. Was sind denn die Vorteile von 5G, von einem rein privaten Netz gegenüber von industriellem WLAN oder generell WLAN-Infrastrukturen? André, vielleicht kannst du da noch in einem knackigen Satz darauf antworten. Ja, also da gibt es viele Facetten, aber die wesentlichen Sachen, die wichtig sind, die man im Kopf haben sollte, ist neben dem Ansatz, dass WLAN günstiger ist, was im industriellen Umfeld, glaube ich, nicht so wirklich durchträgt, weil wenn man die Technik gleich vergleichbar, stabil und robust möchte, dann gehen die Preise auch in die Richtung eines professionellen Mobilfunksystems. Aber wir können einfach sagen, dass 5G und LTE, das ist ja nicht so wesentlich Unterschied, netzgesteuert ist. Das bedeutet, bei einem Handover kontrolliert das Netz das Handover von einer Zelle in die andere. Und damit sind die Unterbrechungszeiten sehr, sehr kurz. Und das ist bei WLAN nicht der Fall. Da gibt es zwar erste Schritte in die Richtung mit Wi-Fi 6, aber immer noch ist es ein sehr, sehr großer Unterschied in der Mobility. Also Anwendungen, die mobil sind und die kontinuierlichen Datenstrom brauchen und eine Verbindung zum Netz, da wird es bei den Handovern Schwierigkeiten geben. Das sehen wir auch. Das Zweite ist die Zellkapazität. Dadurch, dass das vom Netz gesteuert ist, der Zugang der Endgeräte zum Netz, da bleibt die Zellkapazität bei den Mobilfunksystemen LTE und 5G gleich, egal wie viele Endgeräte da drin sind. Da sieht man also kaum eine Reduktion, geht ein bisschen was für Signalisierung weg, aber ansonsten ist die Summe der Einzeldurchsätze gleich dem Gesamtdurchsatz der Zelle. Und bei Wi-Fi sieht man, dass die Zellkapazität deutlich abnimmt. Das heißt, mit einem Mobile sieht Wi-Fi noch so aus, als wenn es Mobilfunk ebenbürtig oder sogar überlegen ist, wenn das Spektrum breiter ist oder größer ist. Aber wenn viele und dann noch unkoordinierte Mobiles in einer Wi-Fi-Zelle sind, dann geht die Gesamtkapazität unten, weil es halt nicht netzkontrolliert ist, wann was übertragen wird. Und dann haben wir natürlich im Mobilfunk deutlich bessere Monitoring und Measurement-Möglichkeiten, weil die Systeme sind darauf ausgelegt, über große Flächen verteilt zu sein, Alarmierung zu machen, wenn irgendwas nicht funktioniert und, und. Das kann man bei Wi-Fi auch machen, aber dann wird es natürlich entsprechend teuer und auch nachteilig. Ja, also kurz zusammengefasst nochmal ein paar Möglichkeiten, wie man da Vergleiche ziehen kann. Ja, damit sind wir zeitlich dann jetzt auch am Ende unseres heutigen Webinars angekommen. Wir bedanken uns für Ihre Teilnahme und würden uns sehr freuen, wenn Sie im Nachgang noch ein Feedback für uns hinterlassen und insbesondere auch gerne nochmal einen Kommentar dazu, wie Ihnen das Webinar heute gefallen hat. Denn es war aus unserer Campus-Perspektive jetzt das erste Mal, dass wir so ein technisches Deep Dive gemacht haben. Die Präsentation und den Link zur Aufzeichnung bekommen Sie im Nachgang per E-Mail zugeschickt.
Und ja, wir freuen uns, dass Sie teilgenommen haben und wünschen Ihnen noch einen schönen Resttag.